shit. Hm. Thirsty. Ah! Fuck! My leg! Au, das sieht nicht so gut aus. In der Comic-Grafik sah das ein bisschen so aus wie so Gedärme. Muss ich sagen, aber können wir denn hier Shotgun angucken? Ja, ja. Also das Einzige, was mich an dem Spiel schon so ein bisschen stört, also schon als ich es gesehen habe, ist mir das schon klar geworden eigentlich, dass ich damit ein großes Problem haben werde, ist diese Steuerung. Die, ja, nee. Aus dem Spiel hätte man hier guten Shooter oder so machen können. Wäre natürlich um ein Vielfaches mehr Arbeit mal wieder gewesen, aber wäre auch cool gewesen. Oder ein Third-Person-Shooter. Aber gut, look at Shotgun. Why the hell did he have his gun out? Maybe it was tossed from the car during the wreck. Hm. Okay, was sagt der? Hey! Dazu? Hey, Officer! Are you alright? I'm still cut back here! Ja. Ja, also ich bin auch immer ganz fit, wenn ich irgendwie das Ende einer Blutspur bin. Bin ich immer sehr fit, da öffne ich auch jedem die Tür. Officer? Oh, that doesn't look good. He wasn't ejected from the car. Wie sieht der das denn eigentlich? Naja, gut. Dann Fenstereintritt. Wär's nicht eigentlich ein... Na, da kommt man, denke ich mal, nicht raus. Es ist zu eingedellt, aber gut. So. Oh Gott, ich muss, glaube ich, aber mal kurz nochmal in die Settings mein Gameplay mal ändern. Vielleicht mal die Maus ein bisschen runterschalten. Die ist doch etwas zu... Ich habe jetzt auch nur Maus, wie gesagt, gerade. Also Maus und Tastatur halt. Weil ich halt keinen Controller habe. Ja, das sah sehr realistisch. Das sieht sehr realistisch aus. Ja. Aber das hätte man auch in Comic-Grafik, finde ich, ein bisschen anders regeln können. So, was kann ich mir denn da jetzt angucken? I need to drag myself out that window. I need to drag myself out that window. Was? Oh, jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Boah, Mann. Na gut, dann. Ach, guck mal. Ah, das erinnert mich jetzt so ein bisschen... Das erinnert mich jetzt persönlich so ein bisschen, weil das gerade so eine geskriptete Vorwärtsbewegung war. Also ich kann jetzt auch zum Beispiel... Oh, und da hat es geklingelt. Ich kann jetzt auch zum Beispiel nicht zurück oder so. Mal gucken, wie das später noch wird. Aber gut, machen wir jetzt einfach mal. Ist nicht so wichtig, was ich sagen wollte eigentlich. Na gut, außer dass mich das so ein bisschen an... Wie hieß es? Puh, jetzt fällt es... Heavy Rain. Wo man Ausbewegungen durchführen musste. Das war aber noch ein... ganz anderes Niveau an für sich, ne? Ah, das Bein sieht echt nicht gut aus. Ja. Das sieht alles sehr nach so gescripteten Sachen aus. Dass man sich hier gar nicht richtig selber frei bewegen kann. Ah doch, jetzt darf man es. Ja gut. Damit kann ja keiner rechnen, dass es in der nächsten Sekunde dann anders wird. Pick up. Na komm. Schaffst du. Aua. Hm. Knackt immer so. Er sieht leer aus. Na toll. Da lag ja noch was. Shotgun Shell. Die kann uns doch helfen, um das Ding hier zu laden. Ah, das Bein sieht echt, wie gesagt, nicht unbedingt so schnieke aus. So. Gucken wir jetzt mal auf den. Oder können wir den sogar anfummeln? Sexbierchen. Uah. Nee, können wir nicht. Wir können nur... Officer? God damn. Jojo. Officer? God damn. Was? Officer? Wie findest du das denn? God damn. Ah, das ist... Okay. Shotgun. Dippidippidü. Nee, pick up. Gucken wir mal darauf. Ja. Why would he have needed that? Why would he have needed that? Weil er Spaß daran hatte, sie zu verwenden. Ganz simpel. Wollte eigentlich dich erschießen, weil er mit dir geredet hat und darum diesen Unfall gebaut hat. Ganz simpel. Du hast doch das Ding da.
Oder muss ich jetzt... Warte. Muss ich denn... Nee, da komme ich gar nicht hin. Gehen wir mal nochmal zu dem Kopf. So, oder haben wir hier noch irgendwelche Möglichkeiten? Scheinbar nicht. Das ist das Einzige, was ich jetzt hier gerade so sehe. Ach, jetzt. Guck mal, Schlüssel. Das ist ja schön. Und jetzt müssen wir, glaube ich, irgendwie so ein Minispiel oder was war das? Ah, nee, aufheben. Stimmt, ja. Okay. Warum hat der denn so Angst? Hat er Angst, dass er wieder zum Leben erweckt wird? Oh Mann, so eine Vollflöz, du. Auch wenn das Spiel der laufende Tod heißt. Na, der ist tot. Aber ob der nochmal läuft, man weiß es nicht. Ich denke mal, aber nein. Aber, was? Officer? Ich sagte, du wirst vermutlich nicht mehr laufen. Hallo. Ja. What in the hell? Ja. What the fuck are you? Get away from me! Nimm dir die. Ja, nein. Oh, du bist aber auch echt... Du bist zu nichts zu gebrauchen, du. Na los! Nimm sie dir. Tu rein, put in sie Shotgun. Und nun... Hüpfer! Das ist doch... Mann. Das sagt man auch kurz, der wird vermutlich nicht mehr laufen. Und was macht der? Fängt an zu krabbeln. Ach, herrje. Wenigstens läuft er nicht. Ja, der Meinung bin ich aber auch. Das nennt man Polizist. Ja. Nochmal. Are you dead? Hey! Are you dead? Na komm, Slapstick Comedy. Er muss doch jetzt irgendwas noch sagen. Was kann ich denn hier machen? Soll ich jetzt noch ein bisschen sitzen? Ja, das ist ganz ruhig hier. Tralala. Hm? Kann ja wirklich irgendwie nicht... Ach, da oben. Was ist... Wo kommt das denn jetzt her? Mysteriöse Figur. Help! Go get someone! There's been a shooting! Okay, was ist jetzt los? Da ist was. Oh, fuck. Ich glaube, da haben wir die namensgebenden Wesen. In Anführungsstrichen, das ist nämlich, das sieht sehr tot aus, was da auf uns zukommt. Oh, und es läuft. Das... Oh Gott. Wird ja was schlimmer. Und wir haben ein kaputtes Bein. Oh Gott. Oh Gott, das wären aber sehr viele. Oh Gott. Oh Gott. Sollte das schon die Geschichte gewesen sein, ist das Spiel vorbei. Da wollen wir dann noch 4 Episoden rausbringen. Na, das tut's doch nicht. Loading. Schluck trinken. Ah, das schmeckt gut. Okay. Die drücken gegen den Zaun und wir sind irgendwo gegen. Gut, gegen so einen Balkon. Veranda. Jetzt hab ich's. Guck mal. Der sieht ja komisch. Der sieht aus wie ich. Mann. Ach nee, ich bin dünner. Stimmt ja. Ah, Mann, egal. Ja. Ich verstehe, warum der Typ angespannt ist. Naja, ich bin jetzt auch nicht unbedingt die ruhige Person. Hallo? Anybody? Schöne. Das sieht wiederum sehr schön jetzt aus. Wie der da sagt, hello, anybody. Kamera, also hello, Kamera fährt weg, anybody. Das war ja wohl mal super schön. Was schön wie so ein...